Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, wenn ihr durch die Gärten des Paradieses lauft oder geht, dann spaziert, also dann genießt es. Da fragte man ihn, und was sind die Gärten des Paradieses? Da sagte er, die Sitzungen zum Gedenken Allahs. Möge Allah diese Sitzung auch ein Garten des Paradieses sein lassen. Und das ist das, liebe Geschwister, was wir leider heute vermissen. Die Sehnsucht nach diesen Gärten des Paradieses. Stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, oder jemand sagt, hör mal zu, ich habe einen Garten. Und nicht irgendeinen Garten, sondern wirklich einen Luxusgarten. Wer von euch würde sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit, keine Lust. Da ist ein Swimmingpool und da ist, was wollt ihr noch alles im Garten haben? Essen, Pfirsich. Mhm. Trampolin, bitteschön, der will springen. So, bitte? Gut, genau das nehmen wir wieder raus. Habibi, ist das normal, oder nicht? Möge Allah dir so einen Garten im Paradies geben. So, auf jeden Fall, wenn du jetzt weißt, du sitzt in diesem Garten gerade, aber spüren wir das gerade? Oder spüren wir nur, hier zieht es, es ist kalt? Warum spüren wir das nicht? Weil du nicht daran denkst. Wie oft hatten wir das jetzt schon? Islam ist sehr viel geistige Arbeit. Ob im Gebet, al-Khushu'a, beim Lesen des Korans. Der Islam basiert darauf, auf was? Tafakkur, das hatten wir schon, die Station des Nachdenkens. Tadabbur, das Nachsinnen. Tadakkur, das Erinnern. Das ist Islam. Überlege. Wir wollen, dass es alleine passiert. Wir sitzen so, oh, das Paradies ist schön. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken über das Paradies gemacht, aber auf einmal denke ich über das Paradies. So geht das nicht. Ich muss Gedanken anstellen und dann werde ich über das Paradies denken. Ibn al-Qayyim sagt also, es ist ein Garten für die Leute des Wissens und des Glaubens. Denn oder dadurch, dass in ihren Herzen die Bilder des Paradieses projiziert werden. Und das hatten wir ja schon mal erwähnt im Hadith von Hanbala, radiallahu an, als er sagte, als er zu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an ging und beklagte darüber, er sagte, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, dann ist es so, als ob wir das Paradies und die Hölle sehen, mit unseren Augen. Und wenn wir wieder nach Hause gehen zum Arbeiten oder zu unseren Familien, dann vergessen wir das. Abu Bakr radiallahu anhu sagte, das empfinde ich genauso. Und Umar sagte das gleich. Also sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben ihm das geschildert. Da sagt er, wenn ihr zu Hause so bleiben würdet wie bei mir, dann würden die Engel euch die Hände schütteln auf den Wegen. Aber einen Moment so und einen Moment so. Also einen Moment, wo du Überlegungen anstellst, dich anstrengst, an Allah zu denken, an das Paradies zu denken, an die Hölle zu denken, an das Jenseits zu denken, an die Brücke, Sirat zu denken, an die Engel zu denken und so weiter. Und ein Moment, wo du dich nicht anstrengst, heißt nicht, dass du sündigen gehst, sondern du denkst jetzt nicht aktiv an diese Sache. Machst mal eine Pause. Aber das bedeutet, manchmal musst du wieder an die Arbeit, manchmal musst du wieder darüber nachdenken. Und damit du das machen kannst, hast du den Koran. Der Koran ist nichts anderes als eine Liste der Themen, über die du nachdenken sollst. Und deswegen sollen wir immer den Koran wiederholen. Und deswegen ist im Koran nicht, oder ist der Koran nicht nach Themen geordnet. Jetzt gibt es eine Sura Al-Jannah, jetzt gibt es Sura Jahannam, jetzt gibt es Sura die Engel, jetzt gibt es Sura die Brücke, As-Sirat. Sondern alle Themen werden immer wieder mal erwähnt. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Warum? Weil du die tägliche Dosis aller Themen brauchst. Kannst du nicht einmal an Jannah denken und dann 5 Wochen nicht mehr. Einmal an Jahannam denken und dann 7 Wochen nicht mehr. Und deswegen findest du fast auf jeder Seite irgendwas über Al-Akhirah, irgendwas über Allah. Manchmal kommen Gebote. Mach dies nicht. Dann geht es wieder um Al-Akhirah. Und dann geht es wieder, der Tod kommt. Dann geht es wieder, vergiss nicht die alten Völker. Die haben das und das gemacht. Dann geht es wieder, vergiss das Paradies nicht. Dann geht es wieder, Allah hat diesen Namen. Und so weiter und so fort. Die Themen wiederholen sich. Warum? Weil du so überlebst. Ist genauso bei der Nahrung. Du kannst ja auch nicht sagen, so, diesen Monat esse ich nur Proteine, sonst nichts. Nächsten Monat esse ich nur Kohlenhydrate, sonst nichts.
Nächsten Monat esse ich nur Vitamine, sonst nichts. Ist das gesund? Du brauchst jeden Tag Vitamine, Proteine, Eisen und so weiter und so fort. Und so ist der Koran aufgebaut. Ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. Und dann wirst du eben dieses Präparat haben mit allem, was du benötigst.